Irgendwo in Deutschland fanden wir vor einigen Wochen mal wieder ein verlassenes Wohnhaus, welches scheinbar fluchtartig von heute auf morgen verlassen wurde. Von außen ist das Grundstück nicht sofort zu erkennen, denn eine hohe Hecke und viele Büsche und Bäume haben das Grundstück über viele Jahre komplett unter sich begraben. Was wir dennoch alles im Haus finden, ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass dieses bereits über 20 Jahre verlassen sein muss. Aber seht selbst. Jungs, riecht ihr das? Hier riecht extrem nach Schimmel. Hier ist nämlich direkt hinter eine verlassene Location. Hier ist noch ein alter Briefkastenschlitz. Schöne Mäntel, Sakkos, die ganzen guten Sachen, die man nicht jeden Tag angezogen hat, sind hier im Schrank einsortiert. Eine Frau irgendwo im Urlaub und die gleiche Frau tatsächlich, oder? Ich glaube schon, hier im Sarg. Ich glaube, die ist hier tatsächlich tot und gestorben. Das ist der gleiche Gesichtszug, das gleiche Gesicht, die gleiche Nase. Was ist das jetzt für eine Geschichte? We save balls, das ist das verrückte Motto meines heutigen Sponsorpartners Manscaped. Ihr kennt Manscaped noch nicht, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall aufpassen, denn wenn ihr noch nach einem Rasierer sucht, der nicht am S kratzt, hat Manscaped genau das Richtige für euch. Vielleicht sogar mit dem 4.0 Performance Package. Da sind ziemlich viele geile Sachen drin, unter anderem eben dieser Rasierer. Hat vorne ein LED, ist komplett wasserdicht und revolutioniert eure Rasur gerade im Intimbereich deutlich, denn er hat eine Skin-Safe-Technology verbaut. Damit kratzt er oder zwickt nirgends mehr. Ihr könnt euch damit natürlich auch den Bart trimmen oder sonstiges. Das Performance Package beinhaltet aber nicht nur den Rasierer, der wirklich Bock macht, sondern genauso auch Pflegeprodukte für den Intimbereich. Außerdem versteckt sich unten nochmal ein ziemlich geiler Lederkulturbeutel. Den bekommt ihr gratis mit dazu. Genauso wie eine schwarze Boxershort. Ich trage die hier selber gerade. Es ist wirklich mit Abstand die bequemste Boxershort, die ich je anhatte. Zum Thema Boxershort hat Manscaped jetzt noch was richtig Geiles rausgehauen. Es gibt jetzt nämlich auch eigene Boxershorts, die ihr separat oder in einem Pack kaufen könnt. In Schwarz, Muster, in Grau, verschiedensten Farben, auch sogar in Gold für die, die es wollen. Das Ganze sieht dann so von der Verpackung aus, finde ich ziemlich, ziemlich geil. Und wie gesagt, bequemer als jede andere Boxershort, die ich je ausprobiert habe. Holt euch jetzt also das All-in-One-Paket, das Performance Package 4.0, spart mit dem Code 20PJ 20% und überzeugt euch selbst von den Produkten, denn ich bin es bereits. Also, ersten Link in der Beschreibung anklicken und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Leute, mal wieder mitten im Dorf. Wir haben es spät, die Sonne geht gleich unter. Irgendwie sieht es ein bisschen nach Gewitter aus. Wir finden uns quasi... Boah, hier riecht man schon. Jungs, riecht ihr das? Hier riecht extrem nach Schimmel. Hier ist nämlich direkt hinter eine verlassene Location, wo man hier durchs Gebüsch vielleicht schon hin könnte. Ah, ich sehe das Haus schon. Das ist so ein Fachwerkhaus. Wir sind auf jeden Fall hier, um uns das Ding anzugucken. Wurde mir aber wieder zugespielt. Ich habe keine Ahnung, was es dazu zu sagen gibt. Einrichtungen sollen noch komplett drin sein. Wir gucken mal. Einfach auch mal schnell reagieren. Alter, ist das hier zugewachsen. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Boah. Übelst altes Fachwerkhaus. Hier ist noch ein alter Briefkastenschlitz. Lass uns auf jeden Fall erstmal rumgehen, würde ich sagen. Bin mir nicht sicher, ob wir hier gleich schon in den Garten der Nachbarn kommen. Tatsächlich, ey Jungs, hier ist direkt angrenzend ein übelst offener Garten. Da steht ein Trampolin und sowas. Hier sollten wir auf jeden Fall nicht hingehen. Das gehörte auf jeden Fall zu diesem Haus dazu. Das ist ein großer Garten. Da hinten ist so ein kleiner Schuppen. Und hier auf dem Boden liegt zum Beispiel auch noch ein alter Koffer aus Leder. Aber das sollten wir lassen. Da man hier anders irgendwie auch nicht langkommt, also es ist ja wirklich komplett zugewachsen, gehen wir einfach rein, oder? Diesmal geht das halt richtig schnell. Unseriöse Bande mit dabei. Also Tobi, das geht noch, aber Harald sieht aus, als ob er gerade vom Hardcore-Festival kommt. Der heißt ja nicht umsonst Hardcore-Harald. Ich ziehe mir nochmal kurz Handschuhe an, bevor wir reingehen. Okay, wir sind drin, im ersten Zimmer. Draußen fahren extrem viele Autos lang, deswegen ist es hier noch ein bisschen lauter. Ich denke, das wird gleich weiter drin besser. Wir finden uns hier auf jeden Fall in einem ziemlich verwühlten
Wohnzimmer, würde ich sagen, oder so einem kleinen, ja, Kaffeestübchen. Hier steht direkt so eine ideale Nähmaschine, wo sogar noch so ein kleiner, so ein Stofffetzen, wo einfach noch so ein Jeansstoff eingesetzt ist. Ey, hier sind halt so, das ist so eine typische, so ein typisches Haus von so einer älteren Person, ne? Nur, dass halt alles schon extrem verwühlt ist. Hier ist noch ein Sofa, daneben zwei Stühle, ein paar Lampenschirme. Hier in den Schranken liegt auch gefühlt nichts mehr da, wo es mal war. Das Einzige, was noch so ein bisschen an Personen erinnert, die hier gewohnt haben, sind diese Kunstpflanzen da oben. Bohnen 1986. War da vielleicht ursprünglich mal was Eingemachtes drin? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video hier wird, weil das Haus, glaube ich, wirklich nicht so groß ist. Und auf der anderen Seite halt sehr, sehr nah die Nachbarn sind. Aber wir gucken jetzt hier mal durch. Mal gucken, was wir an Details noch finden. Von dem Wohnzimmer kommt man hier direkt in so einen, ja, weiß ich nicht, in so einen Durchgangsraum. Sieht fast aus wie eine Küche, aber ist, glaube ich, eher so ein Lagerraum, Speisekammer oder sowas. Hier steht noch ein alter Saft, der vielleicht ein Ablaufdatum, wo wir gucken könnten. 12. Monat 1993? Alter, dann ist das Ding ja richtig alt. 1993er Karottensaft mit Honig. Kann das sein oder habe ich mich hier völlig verlesen? Diese Dosenwurst, die da steht, die sieht nicht weniger alt aus. Inhalt siehe Deckel. Das kann man schon gar nicht mehr lesen, die ist komplett verrostet. Ansonsten stehen hier tatsächlich auch noch sehr, sehr viele eingemachte Sachen. 1992er Mirabellen. Und noch verschimmelter, eine weitere Dose mit dieser Hausmacherwurst. Hier riecht es tatsächlich ein bisschen nach Verwesung. Und woran liegt das? Ich bin gerade fast darauf getreten. Hier liegt einfach ein Eichhörnchen. Und ich glaube sogar, an der Seite bewegen sich noch die Maden. Eieieiei, das arme kleine Eichhörnchen. Das hat bestimmt eine Katze hier gerissen oder so. Das ist aber schon in einer richtigen Leichenstarre. Das ist traurig. Hier steht halt wirklich alles voll. Ich trete mal vorsichtig über das Eichhörnchen. Dann gucken wir mal weiter in den nächsten Raum. Im Zimmer gibt es hier doch einige. Also hier kommt man als nächstes in so einen Flur. Boah, Alter, was ist denn hier für eine Menge an Einmachgläsern? Und warum stehen die hier mitten im Flur? Alles voll. Uralte, bestimmt auch so aus den 1990er Jahren. Irgendwelche ganz alten Sachen. Mirabellen, Pflaumen, Zwetschgen, Spargel und so weiter. Bestimmt alles mal aus dem Keller geholt und dann hier so zwischengelagert. Boah, ist das viel. Da sieht man mal, was früher alles eingemacht wurde. Inzwischen noch ein uralter Wasserkasten oder Saftkasten. Auch schon richtig alt. Daneben unter dem Tisch stehen noch Gummistiefel und Handschuhe liegen auf dem Boden. Und hier, guck mal, selbst auf dem Regal hier stehen auch noch Einmachsachen. Das ist echt brutal. Und hier sind noch so Kübel, da sind auch noch ganz viele Gläser. Als ob das so die Hauptlebensaufgabe gewesen wäre, Sachen einzumachen. Hier, überall Einmachgläser. Es gibt hier noch in dem Flur so ein kleines Board, da ist aber gar nichts mehr drin. Hier stehen noch irgendwelche Hacken-Frauenschuhe und ein Kamin. Hier neben haben wir noch einen Raum. Das scheint mal ursprünglich ein Schlafzimmer gewesen zu sein. Hier steht ein Sessel. Heizung gibt es hier in dem Haus zum Beispiel noch gar nicht. Hier wurde anscheinend ausschließlich mit einem Ofen geheizt. Hier ist nämlich schon der nächste Ofen. Und hier hängt ein Kalender von 1996. Also auch schon wieder ewig her. 24 Jahre her. Ist halt gerade richtig krass irgendwie. Ich merke immer mehr, dass ich hier in der übelsten Zeitblase stecke. Ich meine 1996, das Ding scheint zu der Zeit verlassen worden zu sein. Kein Wunder, dass das hier inzwischen verwühlt ist. Trotzdem krass, dass das Haus am Ende noch steht und immer noch sich keiner drum kümmert. Von dem Raum geht's hier tatsächlich weiter vorbei an einem Tisch, wo Edelgard für Deutsch 6a. Das ist ein Deutschheft. Hier sind Fotos eingeklebt. Nummer 4, ist das für ein Referat oder so? Hier sind noch Matheaufgaben drin. Auf jeden Fall ein ehemaliges Schulheft. Hier geht's in den Keller. Da können wir auch gleich nochmal runter gucken. Aber zunächst würde ich sagen, gucken wir uns kurz im Badezimmer um. Da müssen wir aber hier vorne wieder extrem vorsichtig sein, weil da die Nachbarn sind. Die Badezimmerschränkchen sind aber komplett voll und eingerichtet. Brillenputztücher, hier unten Seifen, Putzmittel, alles ist noch da. Das Waschbecken steht nicht mehr, das wurde komplett rausgekloppt mal wieder. Aber dafür das kleine Schränkchen, das Badezimmer-Schränkchen, das ist noch da. Da liegt hier sogar noch ein Kamm drin, eine völlig verschimmelte Seife und eine Waschmaschine, die auch schon allein die Klappe richtig alt aussieht.
Flucht vom Badezimmer, gehen wir jetzt kurz in den Keller. Das müssen wir einfach abchecken. Boah, ihr wisst es, ich finde kaum was unheimlicher als Keller. Und hier liegt auch schon was sehr Merkwürdiges. Boah, tatsächlich mehrere Kriechkellerräume. Das Gefühl, mich springt hier gleich was an. Absolut unheimlich. Gut auf den Boden achten. Okay, aber hier ist nicht viel. Ein ganz niedriger Schreibtisch. Da hinten standen bestimmt, hier sind noch so ein paar Restgläser. Ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Einmachsachen früher mal alle hier feinsäuberlich aufgestapelt waren. Weil der Keller, auch wenn man hier nicht drin stehen kann, eignet sich natürlich extrem gut zum Lagern von, ja, so Essenssachen, weil der ist echt kalt. Aber hier ist nicht mehr viel drin, gehen wir wieder hoch. Treppe wieder hoch. Wieder durch diesen Vorraum, den Flur. Hier war tatsächlich noch eine Tür. Ist noch so ein kleines Schlafzimmer. Hier hängt ein Kalender von 1990. Ein Brief liegt hier rum, Luftpost, Airmail. Und dann hast du hier einen Kleiderschrank voller Klamotten. Und dahinter tatsächlich ein Einzelbett. Scheint auch wie so ein Gästezimmer gewesen zu sein. Oder wenn die Enkel mal vorbeikamen zu Besuch. Und auch alles kaum isoliert, ne? Nur Tapete direkt auf der Wand. Das Haus ist wirklich alt und wurde, weiß ich nicht wann, zuletzt renoviert. Das ist wirklich heftig. Gut, lasst uns mal noch einen Raum weiter. Ah, hier geht's hoch. Ganz komische Treppe hier. Wirkt fast wie so eine Scheune oder sowas, aber das ist der ganz normale Wohnraum. Und oben, es sieht aus wie ein Dachboden. Mal sehen, ob das auch ausgebaut ist. Aber bevor wir dahin gehen, geht's hier nochmal, wie es aussieht, in der Küche. Hier sind auch noch echt viele Sachen, wie Gewürze. Irgendein komplett verschimmeltes Glas. Ein handgeschriebener Zettel. DT976419. Herdplatte. Das ist aber alles irgendwie umgekippt. Ah nee, das ist beiseite gelegt. Das lag eigentlich nicht hier, weil hier ist ja auch das Sofa, wo, ich könnte mir vorstellen, eine ältere Dame oder ein älterer Herr dann immer gegessen hat. Wenn man über diesen komplett vergammelten Teppich läuft, guck mal, der zerläuft schon richtig in seine Bestandteile. Es sind nur noch so Fetzen von Teppich. Hier, da war die Platte drauf, die Küchenplatte. Die hat aber irgendjemand beiseite gerückt, warum auch immer. Hier wurde übrigens auch mit Feuer gekocht. Hier gibt es auch nochmal so eine kleine Küchenhexe. Auch aus ganz, ganz anderen Zeiten. Ich finde, gerade in der Küche hier kann man sich aber sehr, sehr gut vorstellen, dass hier noch irgendwie so ein älteres Ehepaar oder eine ältere Frau oder ein älterer Mann gewohnt haben bis zum Schluss. Das wirkt ja alles so unfassbar alt, irgendwie aber auch gemütlich mit diesem Sofa. Alles ein bisschen zusammengestellt, alte Möbel, alte Details, Gewürze, alles noch da. Schubladen voll geramscht mit Sachen, die man über Jahrzehnte angesammelt hat. Richtig schöne kleine Zeitkapsel. Gefällt mir ganz gut. Schreibt eure Meinung zu dem Video bisher gerne in die Kommentare. So, hier geht's nochmal einen Raum weiter. Das ist echt übelst verzweigt hier. Kommt immer noch eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür. Noch ein kleines Wohnzimmer. Hier ist das Dach übelst durchgegammelt. Ein Sofa. Das Sofa ist da vorne sogar schon richtig krass durchgegammelt. Und hier die Seite sieht noch ganz gut aus. Die Balken sind wirklich richtig durchgegammelt. Trotzdem stehen dann hier noch so Sachen aus vergangenen Tagen, wie dieser Weinbrand. Oder auf dem Tisch steht auch noch ein Schachspiel. Vielleicht wurde das zum Schluss hier noch gespielt. Und sehr, sehr cool finde ich ja dieses Board hier mit dem uralten Philips Plattenspieler. Passt halt richtig gut in diesen Schrank. Da konnte man dann so gute Getränke reinstellen und so, wie diesen Weinbrand gerade. Sieht halt einfach edel und schön aus. Ein paar Bücher sind hier rausgerissen aus der großen Schrankwand. Ansonsten ist hier nicht mehr viel drin. Aber auch hier kann man sich wieder gut noch vorstellen, wie damals die Familie oder eine ältere Person die letzten Jahre ihres Lebens verbracht hat. Bevor wir eine Etage höher gehen, müssen wir tatsächlich nochmal hier vom Flur eine letzte Tür ansteuern. Hier gibt es nämlich wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Türen und dann um die Ecke die 6. Tür zum Bad und die 7. Tür in die Küche. Das sind so viele Türen und dabei habe ich eine Tür vergessen und zwar vorbei an diesem Tisch, wo da drunter die Gummistiefel standen. Da gibt es noch einen längeren Gang. Die kamen wir auf jeden Fall ursprünglich nicht her. Sieht hier gerade aus wie so ein Wäscheraum. Hier steht ein Wäscheständer, ein Bügelbrett. Noch ein paar Schuhe auf dem Boden. Ah, hier sind richtig viele Schuhe eingelagert im Regal. Überall Schuhe. Und Putzmittel und sowas. Das ist wie so ein Hauswirtschaftsraum. So klein ist das Haus doch nicht. Und hier landet man jetzt in einem Art Stall. Und hier
Ach krass, das ist wie so eine Werkstatt. Eieieiei. Da oben wächst schon Efeu durch. Übelste Spinnenwebe. Boah, sieht das krass aus. Wie als ob man durch so ein Milchglas guckt, durch die Spinnenweben. Und hier unten? Naja, das ist halt eine richtige Werkstatt mit allem, was dazugehört. Hier konnte man Dinge einspannen, um sie zu reparieren. So eine Werkstatt hatte damals natürlich auch noch einen ganz anderen Wert, weil man einfach viel mehr noch wieder repariert und instand gesetzt hat. Deswegen umso schöner, dass sowas hier noch erhalten ist. Aber nutzen wird das hier wahrscheinlich eh nie wieder jemand. Das Haus ist abrissbereit, würde ich sagen, und steht wahrscheinlich noch unter Denkmalschutz. Gut, dann lass uns mal die Treppe nach oben gehen. Das Einzige, was uns hier im Haus, glaube ich, noch fehlt. Ich hoffe, das hält noch, sonst krachen wir hier gleich schön in den Keller. Knacken tut's auf jeden Fall. Eieieiei. Ich halte mich hier lieber ein bisschen fest. Das ist das Letzte, was ich will, jetzt in den Keller zu brechen. Okay, krass. Alter, ist das groß hier oben. Direkt als erstes Einmachgläser und Wäscheleinen. Wäscheleinen, die aber so senkrecht von der Decke hängen. Die waren wahrscheinlich hier mal komplett rübergespannt. Und da hing bestimmt Wäsche zum Trocknen dran. Inzwischen sind die einfach, ja, abgeschnitten worden oder abgerissen, porös geworden. Hier sind nämlich auch Kleiderschränke ohne Ende, die alle noch voller Klamotten sind. Schöne Mäntel, Sakkos, die ganzen guten Sachen, die man nicht jeden Tag angezogen hat, sind hier im Schrank einsortiert. Ein Schrank weiter geht's genauso weiter. Hier Wollpullover, Blusen, T-Shirts. Hier geht's weiter, noch mehr Blusen, da unten noch mehr. Boah, das klingt unheimlich. Ihr seht, wie weit das hier noch geht. Wir schlagen uns weiter durch, würde ich sagen. Direkt der nächste interessante Raum ist hier ein Schlafzimmer. Muss man hier eine Stufe hochgehen und dann ist man hier tatsächlich in einem Schlafzimmer mit drei Betten tatsächlich. Einem Ehebett und einem zusätzlich einzeln stehenden Bett, welches man nachträglich auf jeden Fall noch dazu gebracht hat. Mit dieser schönen typischen Omi-Wolldecke, wie man sie kennt. Das ist ja auch noch komplett gemacht, ne? Das kann man sich nicht ausdenken. Das Bett ist aalglatt. Das hat irgendjemand mal glatt gestrichen. Und seitdem liegt das hier so. Ohne Witz, dieser Raum, sage ich ganz, ganz ehrlich, der ist für mich richtig gemütlich und erinnert mich richtig krass an meine Großeltern. Genau diese Decke, da könnte ich jetzt so schlafen. Das wird mir genauso reichen. Schön an dem Fenster, draußen regnet es vielleicht. Das Bett weiß ich nicht, das war wahrscheinlich das alte Ehebett. Ich weiß halt nicht, wozu das dritte Bett hier hinkam. 70 Jahre, 70-jähriger Geburtstag wurde hier wahrscheinlich mal gefeiert. Und auch hier oben, ne, keine Heizung. Man sieht im ganzen Haus keinerlei Heizungen. Das ist echt krass. Auch hier wieder schön gemütlich mit dem Feuer geheizt. Hier noch zwei alte Sessel, auch aus ganz anderen Zeiten. Und dazu passt ganz gut diese ganzen alten Werbezeitschriften hier. Diese ganzen alten Werbezeitschriften. Guckt euch das an. Alter, diese Frisuren und die Kleidung. Das ist genauso die Kleidung, die hier im Kleiderschrank liegt. Wiener Rekord, Mode und Frauenblatt hat 2 DM gekostet. Lasst uns da mal ein bisschen durchstöbern. So sah man eben damals aus. Auch schon wieder so eine einzelne Zeitreise, die so gut zum Haus passt, weil man sich dann besser vorstellen kann, wie die Menschen damals aussahen. So ist man schön ausgegangen. Das ist ja hier alles 70er, oder? Das ist doch noch viel älter. Das ist doch nicht 90er Jahre, das ist 70er, 60er Jahre. Sunil wäscht strahlend weiß. Das ist auf jeden Fall cool. Naja, klappen wir das Heft wieder zu. Hier auf diesem kleinen Schrein steht noch ein Parfüm, oder? Ja, Kölschwasser. Das klassische 4711 Kölscher Wasser, original. Und es riecht immer noch. Alter, es ist quasi, doch, es ist halb voll. Es ist so ein brutaler Duft. Boah, es riecht wie Alkohol inzwischen. Ist ja auch uralt. Aber auf jeden Fall grenzt hier noch ein Raum, und zwar ein Schlafzimmer. Hier liegen richtig viele Familienfotos und noch mehr von diesen coolen Modezeitschriften. Hier, eine Familie auf einer Hochzeit. Wer weiß, vielleicht die Hochzeit von den Eltern, die jetzt dann am Ende hier gewohnt haben. Oder die Hochzeit sogar von den Menschen, die hier gewohnt haben. Ein Bild von der Familie gemeinsam am Tisch. Vielleicht an Weihnachten oder auch zu einem Geburtstag. Eine Frau irgendwo im Urlaub. Und die gleiche Frau tatsächlich, oder? Ich glaube schon. Hier im Sarg. Ich glaube, die ist hier tatsächlich tot und gestorben. Das ist der gleiche Gesichtszug, das gleiche Gesicht, die gleiche Nase. Krass. Das ist doch alles die Frau hier auf dem Foto, die dann am Ende tot ist, oder was? Was ist das jetzt für eine Geschichte? Hier noch mehr Familienfotos. Schön mit Krawatte, ein bisschen zu kurz gebunden.
Es ist Ostern, würde ich sagen. Da ist ein Osterkorb und die haben Sachen gesammelt draußen. Ostereier. Es ist noch so Zeit, wo man sich richtig schön gemacht hat und dann ein Bild gemacht hat als Erinnerung. Aber auch nur eins. Mehr konnte man nicht. Ansonsten ist hier halt ein Schlafzimmer mit einem großen Bett. Da hinten gammelt es auch schon wieder runter. Und der Boden geht hier auch so schräg unterm Bett lang. Ich will hier nicht zu weit reingehen in den Raum, weil der sowieso auch sehr eng ist. Gut, dann führt uns jetzt der letzte Weg auf in den Dachboden. Hey, hey, hey. Jetzt sind wir unterm Dach. Hier sind alte Fahrräder gelagert. Ich glaube, hier auf dem Dachboden können wir das Video ganz gut beenden. Wir haben, glaube ich, alles gesehen. Jeden Raum, den man hier sehen konnte, habe ich versucht, euch zu zeigen. Wir waren jetzt nur mit der GoPro unterwegs. Ich brauche mich nicht wieder rechtfertigen. Wir waren halt einfach mit der GoPro unterwegs. Manchmal gibt's Videos in richtig guter Qualität und manchmal ein bisschen weniger gute Qualität. Ging hier halt so schwierig rein und ich dachte mir, ist ein bisschen unauffälliger mit GoPro. Lasst dem Kanal gerne ein Abo da, wenn ihr kein weiteres Video von der Verlassenen Orte-Serie verpassen wollt. Jeden Sonntag um 9 Uhr lade ich was Neues hoch. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und spekuliert gerne mit mir gemeinsam in den Kommentaren, was hier passiert sein könnte. Bis zur nächsten Zeitreise, bleibt frei und gesund. Euer PJ Adventure. Ciao. Our eyes are closed when we start this loop.